Tatsächlich, obwohl wir so viel Schaden bekommen haben. Vielleicht zählt das nicht, wenn er nicht von Gegnern verursacht wird. Oder so. Und wir haben eine Piratenhose für Feen gefunden. Yeah. Ich habe jetzt zum 32. Mal am 13. März Geburtstag. Aber es ist doch nicht jeder 13. März ein Freitag. Ja? Oder etwa doch? Da 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 da. Letztes Jahr war das ein Mittwoch. Und nächstes Jahr, dass du dich schon drauf einstellen kannst, ist es ein Samstag. Yay! Checkpot! So, cool. Jetzt müssen wir noch die Mission machen und dann kriegen wir endlich einen Eispfeil. Verdammt, ich hätte hier eine Abkürzung nehmen können. Das wäre viel schneller und einfacher gewesen. Warum sehe ich das erst jetzt? Oh, das ist auch noch... Da kriegen wir noch eine Fee. Ich glaube, ich mache lieber doch den Weg hier. Oh Mann, ein Story-Quiz. Na gut. Aber es war nicht umsonst. Es war nicht umsonst. Moment mal. Es war doch umsonst. Naja, es ist nichts umsonst. Nehmen wir einfach wieder super stark Mega Link mit super stark Master Schwert und der super stark Power Fee. Und dann werden wir das Quiz super stark super meistern. Statistisch etwa jedes vierte Jahr. Aha. Ich glaube nicht, Felix. Ich glaube doppelt. Also das hebt sich auf, Minus und Minus und so. Wenn man zwei Sachen, die Unglück bringen, kombiniert, dann kriegt man Glück. Wenn man unter einer Leiter durchgeht, muss man sich mit einer schwarzen Katze einreiben und sowas. Glaube ich. Wahrscheinlich. Ja, logisch. Besiege den Feind von der Ebene. Hä? Warum kriege ich denn jetzt ein Feen-Tutorial? Ach, Moment mal, das kenne ich wirklich nicht. Da habe ich mich schon immer gefragt. Feengefährten können sogenannte Feenfähigkeiten verwenden. Sie gehören... sie können bis zu 4 Feenfähigkeiten durch Stufenaufstieg erhalten. Feenfähigkeiten werden im Kampf wie normale Items ausgewählt, blablabla. Feenfähigkeiten verhindert zum Beispiel, dass die Spezialleiste sich leert oder sie bringt Kämpfer... Die Stärke einer Feenfähigkeit steigt zusammen mit der Stufe des Feengefährten. Moment mal, jetzt muss ich mal schauen. Heißt das, diese verheerenden Treffer, dieser Extraschaden, die kriege ich nur, wenn ich es aktiviere? So, besiege den Feind von der Ebene von Hyrule. Hä? Keiner von beiden ist auf der Ebene von Hyrule, oder? Würde eher auf den da tippen, aber ich bin jetzt echt überfragt. Ich weiß nicht, in welchem Spiel. Es gibt viele Ebenen von Hyrule. Na gut. Das war anscheinend zum Glück der Richtige. Weiter geht's. Au. Okay, besiege den Feind vom Dekobaum. Was ist denn das für eine Frage? Ich glaube, in irgendeiner Story-Mission zündet er hier den Dekobaum an. Ist dann er der Feind eher? Da geht es um Hyrule Warriors. Danke, Lancelot. Dann ist es wahrscheinlich wirklich der. Oh nein, das wollte ich jetzt gar nicht, aber ist egal. Passt durch. Kriegen ihn sogar noch ein bisschen. Au, hallo. Muss das jetzt sein hier, dass du hier dein Kamehameha machst? Ist er besiegt? Nein, das war der falsche Feind. Warum ist denn bitte der andere der Feind des Dekobaums? Habe ich was nicht mitbekommen? Vielleicht zum ersten Mal. Na, ist egal. Beim nächsten Mal wissen wir es. Und für dieses Mal können wir trotzdem noch das dritte Rätsel machen. Dann weiß ich es beim nächsten Mal wenigstens.
Irgendwie sind alle der Feind des Deku-Baums, oder? Besiege den Feind, der die Monster gerufen hat. Na gut, das ist jetzt wieder leicht. Wobei technisch gesehen die beiden ein und dieselbe Person sind. Also waren es irgendwie beide. Aber ich glaube, das hat sie erst nach der Spaltung gemacht. Insofern. Zwei von drei. Bestanden. Die Laufanimation von Link sieht einfach bekloppt aus, oder? Der legt sich irgendwie zu weit nach vorne. Ich bin mir nicht sicher, warum. Es sieht einfach bescheuert aus. Das Langsamlaufen ist okay, das ist super. Aber sobald er sprintet, sieht es bekloppt aus. Na gut, schauen wir mal, ob wir überhaupt 3 von 3 brauchen. Ich weiß gar nicht, gab es da eine A-Rang-Belohnung? Weil sonst ist eigentlich wurscht. Nee, perfekt, wunderbar. Dann müssen wir hier eine Wasserbombe platzieren. Damit wir hier ein Herz... Hier gibt es quasi ein Herzteil, eine Fee. Nahrung für die Fee, glaube ich, ist die Milch, oder? Ich bin mir nicht sicher, was die Milch ist. Und der Artilleriefeuer. Das klingt super nervig. Muss endlich mal den Story-Modus von Hyrule Warriors beenden. Ich auch. Ich habe den auch noch nicht beendet. Ich habe jetzt gerade... Aber ich glaube, ich bin kurz davor. Ich habe jetzt gerade den DS-Content freigeschaltet, quasi. Also die Wind Waker-Geschichten. So, ich kann nur zwei Charaktere nehmen. Das ist blöd, weil ich müsste eigentlich Santo und Irahim nehmen. Und die sind Level 4 und Level 5. Oh Gott. Ich glaube, ich bin gewillt, ein bisschen Geld für die auszugeben. Damit ich ein bisschen deren Stufen nach oben schraube. So 100.000, Level 23. Zumindest von ihm. Zumindest mal von ihm, weil mit ihm werde ich dann hauptsächlich spielen. Der andere ist nur dabei, damit der am Schluss seinen Herzcontainer kriegt. Weil der ist auch schon hochgelevelt, dann level ich von dem anderen nämlich auch gar nicht die Fähigkeiten hoch. Spare ich mir die Materialien. Erfahrungspunkte plus. Warum nicht? Und du kriegst lieber die Wiedererweckungsfee. So, den finde ich eigentlich ganz cool, aber der ist halt noch so schwach und unaufgelevelt, dass wir den eher so mitnehmen. Als das plus 1 auf der Gästeliste. Das klingt unangenehm und gefährlich. Metatron. Aber zum Glück scheinbar überstanden. Verteidige die Festung gegen den Feind ist meine Aufgabe. Und ich bin quasi unter ständigem Artilleriebeschuss währenddessen. Klingt total lustig. Juhu. Gott. Komm schon, mach die Krabbelmine kaputt. Okay, eine Krabbelmine haben wir erwischt, aber die andere ist in die Festung eingedrungen und wird gleich explodieren. Aber warte mal, da ist unser anderer Freund hier gerade zufällig. Der wird es doch hoffentlich schaffen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob der das schafft, ehrlich gesagt. Der macht der Krabbelmine fast überhaupt keinen Schaden. Oh Gott.
Verdammt, ich glaube, ich muss doch schnell auf ihn wechseln und laufen. Schnell. Ach du heiliges Blechle. So ein Level 4 Charakter ist halt einfach ein Level 4 Charakter. Ist halt was anderes als so ein Level 50 Link oder so. Oh je, das wird knapp. Oh, komm schon. Ja, oh Gott, das war aber echt knapp. Hui, zwar nicht ganz auf letzte Sekunde, aber auf die letzten 5 oder so. Trotzdem jetzt ganz gut, wenn Xanto hier vielleicht noch ein paar Kills abstauben könnte. Und Rosa würde schon ganz schön Erfahrungspunkte bringen. Davon. Ach, das war gar nicht die Hauptbasis, die ich hier gerade verteidigt habe. Das wäre nicht schlimm gewesen, wenn wir die verloren hätten. Jetzt geht es dann um die Hauptbasis. Meine Mission ist nur verteidige. Verteidige die Basis. Verteidige die Festungen plural. Na, dann muss ich vielleicht doch alle verteidigen, wer weiß. Jetzt erober ich die dann mal auf jeden Fall. Kann nicht schaden. Ich meine, stimmt, wenn ich die Fee finden will, dann muss ich eh Festungen erobern und sowas. Also. Was? Die Typen in Rimworld oder in Robocop. Der Metatron meinst du jetzt? Der ist so krass wie, wie Robocop. Cool. Finde ich gut. Robocop ist so brutal. Ich habe Robocop mal wieder geguckt. Ist auch schon wieder lange her. Aber ich hatte nicht... Ich wusste... Es ist... Mein Gott, was war denn in den 80er Jahren mit Mainstream-Hollywood los? Unglaublich. Das sieht man heute nicht mehr. Das ist richtig Splatter. Okay. Okay. Ich schätze mal, während gerade keine Krabbelminen drohen, alles in die Luft zu sprengen, gehe ich mal ein paar Sachen erobern, oder? Ah, da drüben herrscht Gefahr. Ich glaube, ich habe mit dem Charakter echt keine Zeit zu erkunden. Ich glaube, ich muss die jetzt einmal mit ihm versuchen für Arang und dann nochmal mit einem anderen Charakter oder so. Oder ich komme einfach später wieder, wenn er Level 150 Millionen ist. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich tatsächlich alle meine 3 Kernfestungen verteidigen oder so. Ah, jetzt steht da schon besiege den feindlichen Feldmarschall. Ach so, okay. Na gut. Neues Missionsziel. Aber jetzt verteidige ich hier die trotzdem erstmal. Wenn wir schon hier sind. Sind wir nackt. Das gibt uns die Bewegungsfreiheit, die wir brauchen, um die Gegner hier zu zerstampfen. Oh mein Gott, die dunkle Route ist wieder so ein Tank.
Oh, der fliegt nicht so weit weg. Mein Super Special Move trifft sie jetzt leider nicht. Oh Mann. Er ist doch extra ein Generalskiller. Mist, aber ich konnte ihn nicht mehr länger aufheben, leider. Irgendwer braucht Heilung. Und bekommt. Nee, jetzt, okay. Mein Gott, die dunkle Ruto ist schon krass. Das ist eher so ein. Den kannst du nicht besiegen, Gegner. Gegner. Es geht schon, aber es ist super krass. Oh oh, oben ist ein Timer abgelaufen. Ich habe den gar nicht gesehen bis gerade eben. Krabbelmine ist explodiert, die Festung wird erobert. Ist das nervig. Das Hauptquartier ist gefallen. Das habe ich nicht mitbekommen, dass da schon wieder eine Krabbelmine ist. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Warum öffnet Link die Kiste nicht genauso wie Geraim? Da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, verdammt. Eigentlich haben sie damals bei den entscheidenden Szenen weggeschnitten. Macht wahrscheinlich eher deine Vorstellung. Außerdem war Robocop kein Mainstream. Doch, glaube ich schon, oder? Robocop war, glaube ich, schon groß. Nee, aber der war super blutig. Muss mir den nochmal anschauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher. So, ich mache das jetzt nochmal mit Link hier. Ist mir jetzt wurscht. Wir nehmen jetzt ihn zwar mit. Weil es ist immer sinnvoll, wenn man mehrere Helden hat. Ah, hier werden mir die Handschuhe empfohlen. Hier werden mir überhaupt Blitzwaffen empfohlen. Vielleicht sollte ich mehr darauf schauen. Das macht schon immer Sinn, wenn man extra Schaden macht. Dann nehmen wir ihn doch nicht mit. Dann pfeife ich jetzt auf die Herzcontainer und so. Die sind ja eigentlich eh relativ wurscht. So viel Blitzwaffen habe ich noch gar nicht. Da bleiben eigentlich nicht viel zur Auswahl. Aber ich nehme das mal, weil das bringt schon oft was. Na, meinetwegen. Okay. Dann versuchen wir es mal so nochmal. Das waren eher die Nachfolger. Ja gut, das kann schon sein. Das stimmt. Das muss nicht der erste gewesen sein. Das stimmt. Das weiß ich nicht. Welcher das war, den ich da gesehen habe. So, Link, jetzt werden wir im Turbo-Modus hier alles niedermähen und erobern. Das dauert mir zu lange. Schneller. Ja, es geht schon echt ziemlich zügig mit ihm. Ziemlich zügige Zerstümpelung. So, da lang müssen wir. Reiß dich zusammen, Link. Hey, Vorsicht. Zumindest die neue Fee können wir auch mit Link freischalten. Da brauchen wir keinen anderen dafür. So, sind alle anderen schon besiegt? Ich glaube schon. Dann erober ich jetzt mal schnell eine Nachbarfestung, bevor die nächste Hilfeanfrage kommt. Und die Außenposten kann man auch mal erobern. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das bringt irgendwie nicht wirklich viel, aber vielleicht halt doch ein bisschen was. Ist jetzt der mit der Energieleiste weg? Nee, leiser. Okay.
Ein Schildmoblin wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Lana. Ich muss jetzt echt auf die Meldungen achten. So im Kampfgeschehen geht das oft an mir vorbei, wenn da irgendwelche Nachrichten stehen. Hey, cool. Lana besiegt. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt mal runter. Ah, warte mal. Sie ist zufällig gerade bei der Krabbelmine. Sie wird es auch schaffen. Die ist relativ hochlevelig. So, dann können wir die beiden auch gleich noch kaputt machen, wenn wir schon hier sind, würde ich sagen. Verteidig, da kommt schon der Nächste oder die Nächsten. Okay, soweit so gut. Link, was machst du gerade so? Mein Gott, dafür, dass das unsere Basis ist, die aber ganz schön voll mit Gegnern. Aber keine wichtigen Gegner. Können wir ignorieren, glaube ich. Gehe ich lieber mal da oben hin. Da ist ein feindlicher Feldmarschall. Ach, komm schon. Dieses Bombardement ist so nervig. Aha, wen haben wir denn hier? Blöder Bombardierstöpsel war das nämlich. Einer weniger, der hier rumbombardiert. Aber ich befürchte, es gibt noch mehr. Oh oh, ab ins Hauptquartier. Da werden wir gerade angegriffen. Oh, Krabbelmine ist auch schon im Start. Oh Mann. Ja, da ist es schon echt praktisch, dass man mehrere Charaktere hat, die man durchwechseln kann. Das braucht man hier schon in diesen Missionen. Und das, obwohl jetzt eigentlich alle ziemlich hochlevelig sind. Danke, danke Felix für den Warnhinweis auch im Chat. Okay, sind alle mit Energieleiste weg? Level Up haben wir auch bekommen, schön. Wechsle ich wieder auf Link, damit wir hier die Basis noch schnell erobern. Da wären jetzt wahrscheinlich so potenziell so ein Herzteil für die anderen Charaktere drin, die wir jetzt nicht dabei haben. Ah, die Feen-Nahrung habe ich zumindest gefunden hier in der Basis. Das ist doch schon mal gut. So. Ah, irgendwas ist gefallen. War nichts Wichtiges. Müssen wir nachher zurückerobern. Aber ich laufe jetzt diesem Eroberungstrupp, den ich da auf der Karte so dezent aufblinken so sehe, mal entgegen. Ah ja, ich muss echt darauf achten, dass ich diese Vasen hier in den Basen kaputt mache. Die Vasen in den Basen, weil da drin befinden sich immer die Feen und die Feenobjekte unter Umständen. Wie kann er da durch die Decke schießen, die Artillerie? Das ist doch die Cheetah, die Cheetah-Artillerie. Ah ja, die dunkle Ruto, die vorher noch fast unbesiegbar war. Mal schauen, wie es jetzt mit Link läuft. Ich denke mal besser. Für sowas von besser. Oh mein Gott. Er ist einfach schon so eine hochlevelige, unglaublich Killing Machine.
Ja, das war schon mit der unbesiegbaren dunklen Buku. Ja, da sind die anderen einfach ein bisschen zu niedrig levelig für diese Quest noch. Für diese Mission hier. Das merkt man schon. Tja, dann erobern wir die hier mal zurück. Ist eh gut, weil ich wegen den Vasen eh nochmal hier vorbeischauen wollte. Okay, gut. Dann wieder da lang. Gewalt war eine andere. Heutzutage ist es meistens eher comichaft, der Gewalt mit unrealistisch viel Blut. Früher war es eher realistisch dargestellt. Ja, aber so wie ich das bei Robocop in Erinnerung habe, ist das da schon sehr Splatter mit ganz viel übertrieben Blut. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber auf jeden Fall finde ich realistisch dargestellte Gewalt furchtbar. Ich hasse das. Ich will solche Filme überhaupt nicht sehen. Es gibt ja Filme, die wirklich versuchen, möglichst absichtlich, möglichst realistisch zu sein. Das kann ich mir nicht anschauen. Also da wird mir auch irgendwie ganz unwohl dabei. Da habe ich keinen Spaß dran. Während ich an so übertriebener Mortal Kombat Gewalt durchaus Spaß haben kann. Weil das halt so albern und over the top ist, dass ich es eigentlich eher lustig finde. Aber sobald es zu real wird, kriege ich irgendwie Bauchschmerzen davon. Das will ich echt nicht mitgeben. Okay, ich glaube, wir haben die Schlacht unter Kontrolle. Ich glaube, wir haben das Schlimmste geschafft. Gibt es noch 3 Basen zu erobern. Ich könnte auch gleich zum Boss gehen, aber ich glaube, ich schaue mir jetzt die anderen Basen mal an. Die Fee habe ich aber gefunden und das Nahrungsmittel auch. Aber trotzdem. Ah ja, schon allein wegen den blöden Artillerieblumen hier. So, ist Schluss. Oh, da sind ja noch 2 gleich. Okay. Tada. Ich glaube, ich habe alles gefunden, was ich finden kann. Ich mache die Vasen trotzdem kaputt, vorsichtshalber. Zumindest kriegt man Münzen. Es gibt noch mehr Artilleriepflanzen. Oh, wie mir die auf die Nerven gehen. Ah, die werden so von mir mit dem Bumerang gehackt. Zack, gehackt. Ah, da ist ja noch eine. Mein Gott, die sind überall. Die wachsen wie Unkraut hier. Aha, was haben wir denn hier? Wahrscheinlich wieder einfach nur Rubine, was eigentlich wahrscheinlich vielleicht ein Herzteil wäre, aber ist ja wurscht. Na gut, dann bringen wir es zu Ende. Letzter Raum, letzte Schlacht, letzter Endboss hier. Was ist denn euer Lieblingslink? Meiner ist der aus Twilight Princess, also rein vom Outfit her. Rein vom Outfit her. Ich glaube, also, weiß ich jetzt nicht, vom Stil her, eigentlich der Wind Waker Link. Ich finde diesen Toon Cell Shading Look sehr gut, der gefällt mir total gut. Aber rein vom Design der Heldentunika her, schwierig. Ich glaube fast, der erste Link, der Retro Link, der hat schon was. Was Nostalgisches auf jeden Fall. Und sonst ist das Twilight Princess schon nicht schlecht. Der
Der Ocarina of Time und Majora's Mask Link, also der erwachsene Ocarina of Time Link, ist eigentlich furchtbar. Ich meine, aus nostalgischer Sicht finde ich den natürlich super, aber der ist eigentlich so ein Abbild seiner Zeit, so 90er Jahre Schönling irgendwie. Es ist schon fast witzig. Ich mag auch den Breath of the Wild Link. Mir gefällt dieses Heldengewand. Und die Breath of the Wild Heldentunika, die man leider erst viel zu spät im Spiel kriegt, die finde ich lustig, weil das irgendwie wie so eine Lederhose ist. Oh Gott, warum guckst du auch sowas an? Ah, okay. Baka, unsere neue Fee Baka. Nein, Baka kriegt keinen Namen. Also außer Baka. Eine Wasserfee. Schauen wir mal, was wir für die haben. Ach, Lon Lon Milch erlesen ist ein Verbesserungs-Item. Nein, stimmt schon, ist Nahrung. Ist Nahrung für die Fee. Drei Feen gefunden. Interessant. Hi, Desert Railgun. Hallöchen. Na gut, wo wollten wir? Wir wollten eigentlich die Pfeile, deswegen sind wir hier. Ganz genau, die blöden Eispfeile, Mensch. Das ist echt... Puh, aber gut. Verheerende Treffer, ich hasse die Mission. Aber dank der Cluedo sind die wesentlich leichter als vorher. Jetzt kleiden wir mal unseren neuen Feengefährten ein und schauen mal, was die drauf hat. Vielleicht ist es ja cool. Das Twilight Princess Outfit, weil es aussieht wie ein Outfit, mit dem man tatsächlich kämpfen könnte, mit Kettenhemd und Armschienen und so. Ja, das stimmt.